Der kleine Spatz und seine Freunde. Es war einmal ein Spatz. Sie sammelte ihre Samen und Körner, bereitete sie zu und verspeiste sie mit Vergnügen. So vergingen die Tage. Und sie konnte ein paar Freunde finden. Da war ein V, eine Krähe, ein Maus und ein Affe. Irgendwann fingen alle Tiere an, zusammen Samen und Körner zu sammeln und sich gegenseitig zu helfen. Danach bereiteten sie das Essen zusammen zu und aßen gemeinsam. Eines Tages dann war es an dem Affen, das Essen zu sammeln. Der Affe beklagte sich: "Ich habe wirklich überall gesucht, aber konnte nur wenig finden. Ich bin so kaputt." Die anderen Tiere waren natürlich hungrig und ein wenig verärgert über die kleine Ausbeute von Samen und Körnern, die der Affe mitbrachte. Der Affe allerdings konnte einfach auf einen Baum klettern und sich den Bauch mit Früchten vollschlagen. Von nun an, immer wenn der Affe an der Reihe war, fand er immer eine andere Ausrede, warum er sich nicht um das Sammeln des Essens kümmern könnte. Wiederum konnte er sich ja mit Früchten satt essen. Die anderen Tiere bemerkten das Verhalten natürlich und wollten dem Affen eine Lektion erteilen. Der Affe konnte nicht gut heißes Essen vertragen. Das wusste der Spatz. Denn normalerweise würde der Spatz das Essen des Affens abkühlen lassen, bevor sie es ihm gibt. Aber nachdem sie sich das Verhalten des Affens angeguckt hat, entschloss sie sich, das nicht mehr zu tun. Am nächsten Tag war das Essen wie üblich für alle serviert, nur diesmal heiß. Der Affe kam dazu und fragte: "Wo ist mein Essen?" Der Spatz antwortete zackig: "Es steht doch genau vor dir. Iss dich ordentlich satt." Der Affe machte sich über das Essen her und schlang den ganzen Teller auf einmal herunter und verbrannte sich den Mund und wurde ganz rot. Sofort sprang er auf, um sich mit Wasser zu helfen. Aus Trotz machen die restlichen Tiere die nächsten Tage genauso weiter. Auch wenn es im Affen war, die Samen und Körner zu bringen, warteten sie erst gar nicht auf ihn. Auch fingen sie an, alle zusammen die Samen und Körner zu sammeln, anstatt jeder einzeln. Das ging eine Weile so, und der Affe bemerkte, dass er sie mit seinem Fehlverhalten verärgert hatte und dass sie ihm versuchten, sein Fehlverhalten aufzuzeigen. Dem Affen tat sein Verhalten plötzlich sehr leid, weil er nun verstehen konnte, wie sie sich fühlten. Das sah auch der Spatz. Der Spatz sprach den Affen an: "Wieso schaust du denn so betrübt aus?" Und da brach es aus dem Affen heraus: "Es tut mir leid. Ich habe mir kaum Mühe gegeben, etwas für die Gemeinschaft beizutragen. Auch ich hätte mich mehr anstrengen sollen, so wie ihr das tut." Der Spatz versuchte, den aufgewühlten Affen etwas zu beruhigen. "Ich gebe dir recht, das war nicht sonderlich nett, da wir uns auch für dich sehr viel Mühe geben." Der Affe stimmte zu: "Ja, ich weiß, wie viel Mühe ihr euch gebt, ein tolles Essen für alle zuzubereiten." Der Spatz stimmte zu: "Genau. Es ist ein gutes Gefühl, etwas gemeinsam zu schaffen. Deshalb haben wir uns doch zusammengetan, um uns die Arbeit gegenseitig abzunehmen. Allerdings kann man in einer Gemeinschaft nicht nur nehmen, man muss auch ein wenig zurückgeben. Jeder so, wie er kann." Wir lernen aus dem Verhalten des Affens, dass in einer Gemeinschaft jeder seine kleine Aufgabe hat, um etwas beizutragen.